Die frühesten Zeitmessungen waren Beobachtungen natürlicher Zyklen, bei denen man Tag- und Nachtwechsel und Jahreszeiten nutzte, um Kalender zu erstellen. Später entwickelte man präzisere Zeitmessgeräte wie Sonnenuhren und mechanische Uhrwerke, um die Zeit besser einteilen zu können. Aber was genau ist es, das wir da messen? Existiert die Zeit physikalisch oder ist sie nur Einbildung? Zunächst scheint die Antwort klar zu sein. Natürlich existiert die Zeit. Sie läuft kontinuierlich vor unseren Augen ab und ist aus dem Universum nicht wegzudenken. Unser Verständnis von der Zeit wurde jedoch dank Einstein immer komplexer. Seine Relativitätstheorie besagt, dass die Zeit für jeden Menschen vergeht, aber je nach Umstand nicht immer mit derselben Geschwindigkeit, wie etwa bei Reisen nahe der Lichtgeschwindigkeit oder beim Umkreisen eines supermassiven schwarzen Lochs. Einstein löste die Dehnbarkeit der Zeit, indem er sie mit dem Raum zur Raumzeit verknüpfte, die krümmbar ist, sich aber konsistent auf vorhersehbare Weise verhält. Einsteins Theorie schien zu bestätigen, dass die Zeit Teil der Struktur des Universums ist. Aber eine große Frage klärt sie nicht. Warum können wir uns in jede Richtung durch den Raum bewegen, aber nur in einer Richtung durch die Zeit? Egal was wir tun, die Vergangenheit liegt immer hinter uns. Das nennt man den Pfeil der Zeit. Wenn wir einen Tropfen Lebensmittelfarbe in ein Glas Wasser geben, wissen wir instinktiv, dass sich die Farbe verteilen und schließlich das Glas füllen wird. Stell dir vor, das Gegenteil würde passieren. In diesem Fall würden wir merken, dass die Zeit rückwärts läuft. Wir leben in einem Universum, in dem sich die Lebensmittelfarbe im Wasser ausbreitet und sich nicht an einem Punkt sammelt. In der Physik wird dies durch den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik beschrieben, der besagt, dass in einem System mit der Zeit die Unordnung, Entropie genannt, zunimmt. Die Systeme in unserem Universum bewegen sich von der Ordnung zur Unordnung, weshalb diese Eigenschaft des Universums die Richtung des Zeitpfeils bestimmt. Wenn die Zeit also so fundamental ist, sollte sie doch auch in den fundamentalen Gleichungen enthalten sein, die das Universum beschreiben, oder nicht? Momentan gibt es zwei Gleichungssysteme, die die Physik beherrschen. Die allgemeine Relativitätstheorie beschreibt das Verhalten von sehr großen Dingen und die Quantenphysik von sehr kleinen. Eines der größten Ziele der theoretischen Physik im letzten halben Jahrhundert war es, diese beiden Aspekte in einer Theorie von allem zusammenzuführen. Es gibt viele Versuche, keiner wurde bisher bewiesen, und sie behandeln die Zeit auf unterschiedliche Weise. Eine davon, die Wheeler-DeWitt-Gleichung, enthält seltsamerweise überhaupt keinen Zeitfaktor. Wie alle aktuellen Theorien ist auch diese Gleichung spekulativ. Aber mal angenommen, diese oder eine ähnliche Gleichung ohne Zeitkomponente wäre wahr, würde das bedeuten, dass die Zeit auf fundamentalster Ebene nicht existiert? Ist die Zeit etwa nur eine Illusion, die durch die Grenzen unserer Wahrnehmung des Universums entsteht? Das wissen wir noch nicht, aber vielleicht ist das die falsche Denkweise. Anstatt zu fragen, ob Zeit eine grundlegende Eigenschaft ist, könnte sie vielleicht auch eine emergente Eigenschaft sein. Emergente Eigenschaften sind Dinge, die in einzelnen Teilen eines Systems nicht existieren, für das System als Ganzes aber schon. Einzelne Wassermoleküle haben keine Gezeiten, ein ganzer Ozean jedoch sehr wohl. Bei einem Film wird eine Veränderung im Laufe der Zeit erzeugt, indem die Standbilder aneinandergereiht werden, die den Eindruck fließender Bewegungen erwecken. Werden die Bilder schnell genug nacheinander abgespielt, nimmt unser Gehirn einen Zeitablauf wahr. Kein einzelnes Bild des Films verändert sich oder zeigt einen Zeitablauf, aber diese Eigenschaft ergibt sich aus deren Aneinanderreihung. Dieser Ablauf ist real und dennoch eine Illusion. Könnte die Zeit an sich eine ähnliche Illusion sein? Physiker gehen dieser und anderen Fragen noch auf den Grund, sodass es so schnell keine endgültige Erklärung geben wird, zumindest fürs Erste. Hinterfrage mit diesem Video die Fundamente des Universums und versuche dir einmal Folgendes vorzustellen. Wie klein ist eigentlich ein Atom?